Servus, ich bin Raibu und das ist War Thunder. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde auf meinem Kanal und ihr seht es schon im Hintergrund. Wow! Wow, wow, wow! Raibun und ein Flugzeug. Ist das wirklich wahr? Ja, ihr Lieben, ich habe mir doch tatsächlich einen Flieger zugelegt. Und wir dann auch die Weihnachtsgeschenke von Gaijin bekommen haben und der 50% Rabatt bei den Deutschen gewesen ist, habe ich mir dann hier das User-Flugzeug, die TA-154A1, gegönnt. Ein richtig, richtig schöner, schwerer Jäger, beziehungsweise Abfangjäger. Eine richtig geile Maschine, hätte ich nicht gedacht, lässt sich super fliegen. Und wenn ich das schon sage, Freunde, dann will das auf jeden Fall was heißen. Wir schauen schnell rein, was haben wir hier? Wir haben 30mm MK-108 Maschinenkanonen und 20mm MG-151-20 Maschinenkanonen. Das jeweils mal 2. Und ich sage euch, damit lässt sich richtig was reißen. Diese Kanonen sind absolute Biester und richtig fies. Dazu noch die Wendigkeit der Maschine. Und ihr habt eigentlich ein perfektes Allround-Kampfflugzeug. Das Einzige, was ihr hier nicht habt, ist, ihr habt keine Bombenbeladung. Aber das ist bei der Maschine auch völlig wurscht, denn damit lassen sich richtig schön Bomber abfangen zum Beispiel. Aber ihr könnt damit auch gegen Jäger bestehen. Ihr werdet das gleich in der Runde sehen, dass ich da tatsächlich auch einen Jäger runtergeholt habe. Was eigentlich für mich schon ein Highlight ist, weil diejenigen von euch, die meinen Kanal verfolgen, die wissen ja, dass ich eigentlich zu 99,9% Panzer fahre. Und wenn ich mal ein Fliegervideo hochlade, was glaube ich bisher erst einmal vorgekommen ist oder so, dann ist das schon zumindest für mich ein kleines Highlight. Deswegen will ich euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir gehen gleich mal in die Runde rein und sehen uns nach der Runde wieder. Bisher nur nichts zu sehen. Wenn ich gehe mit der noch die Landungsburg. Auch hier. Profiler. Bombern. Das kann doch nicht sein. Sind immer alliierte Bomber unterwegs. Ja, aber wo sind die? Müssen uns eigentlich entgegenkommen. Ja, eigentlich gegen schon. Die rote Langflügel. Unten ist aber auch nichts. Da kommt was. 3 Flieger. 1 Uhr. Das sind Bots, glaube ich, oder? Aber können wir auch ruhig drauf gehen, wenn du willst. Dann. Mir ist das wurscht. Ich treffe sie wahrscheinlich sowieso nicht. In dem Spiel wahrscheinlich eher der faule Bomberflieger. So. Bomber fliege ich auch gerne. Ist immer so schön gechillt. Komisch. Ein Bomber da. Dreh ich mal ab. Oh, F6F über uns und P51. Zopf. Und eine Helifax. Wo? Ganz links. Ah. Wollt ihr uns austricksen? Okay, die Corsair, die F6, die Hellcat und die P51 verdrücken sich wieder. Ja. Das ist ein großes Problem. Was denn? Die Helifax hat ein großes Problem. Oh ja.
Ja. Hinten kommt auch noch. Gott, drauf schießt. Ja, da unten kommt auch noch ein Flieger. Meiner 5. Ach ja, Tipp bei der Helifax, komm niemals von hinten. Schießen dann 8 MGs auf dich. Ich krieg wahrscheinlich sowieso nichts mehr ab von der Helifax, bis ich da bin. Endstopp nicht, Helifax. Da. Deck bitte nicht aus. Das war irgendwie sinnlos, aber irgendwie will ich auch ein bisschen Schaden machen. Nein, der Taktik. Ja. Ach du Scheiße, auseinander. Ist sie auseinandergebrochen? Ja. Okay. Ja, mein Treffer. Und der Firefly. Hm? Firefly, ja. Und direkt auf dich zu. Oh ja. Oh ja. 420er, Achtung. Ist aber relativ langsam. Ja, ich glaube, die ist schon abgedreht. Kann das schon abgedreht? Ja. Nee, die versucht dir zu folgen. Echt? Nee, jetzt kommt sie auf mich zu. Ja, die fliegt nämlich von mir weg. Ah, oh, so langsam. Und es ist noch eine Kito. Ach, da unten, ja. Ich versuch mal, ich guck mal, ob ich an die Baufighter rankomme da hinten. Als ob eine Firefly weniger ist als eine Tat. Gar nicht. Ja, du hast überlebt. Nice. So. Was ist mit der Moskito da unten? Weiß nicht. Motor aus und ab nach unten. Kein Heckschützen, das ist gut. Also, über 700 kam er jetzt aus. Nein. Die Klappe noch gelesen. Nice. Besser als gar nichts. Ja. Bei meinen, nein, bei meinen nicht Flugkünsten. Aua! Ja. Ah, hat mich ein bisschen getroffen. Aber alles gut. Bisschen die Motorgondel beschädigt. Oh. Was ist hier? Hast du den eigenen getroffen? Der hat zwischendurch gefahren. Der floh. Ich
Okay, wie viele Bofelder hast du abgeschossen? Ich bin gerade okay. am dritten dran. Okay. Ist aber auch schon wieder Silverline. Nice. Es fehlt nur noch die Mustang. Und na, okay. Ist das der letzte mit in seiner Mustang? Nee, er hat noch ein paar andere. Ja, eine ist abgestürzt. Okay, ich muss das ganze Flug fliegen. Okay, ich mach mal eben gerade den Motor aus und komm mal runter zu dir. Jo. Also über 700 kannst du auf jeden Fall fliegen. Mhm. Los, komm her. Auf wie viel Meter seid ihr? So sterben. Auf wie viel Meter seid ihr? Außerdem bin ich zweimotorig. Auf wie viel Meter seid ihr? Ich bin 100. Das ist ein bisschen höher. Das hängt nicht wirklich ab. Okay, jetzt krieg's gerade von der Flak. Ich glaube, das wird bei mir auch nichts. Ich glaube, sie wird top. Die dreht ab. Die dreht ein. Und. Okay, ich bin zu schnell. Oh, das ist die mit den MPs. Bist du noch da? Ja, hier ist vor mir. Das will sie sich. Fertig. Sind glaube ich, oder? Die hinter mich. Die geht auf mich. Nee, die geht. Nee, der geht jetzt auf mich. Glaube ich. So den Weg abzuschneiden. Ja, der geht auf mich. Ja, kriegt mich gleich. Aha. Ich kann dir nur versuchen, Haken zu schlagen wie ein Hase. Ja, er kriegt auch hin. Aha. Ah, komm schon. Zieh. Rum. Na ja, gut, ein Turnfight mit einer Mustang brauche ich gar nicht erst anzufangen, aber. Was soll ich sagen? Komm rum im Arsch! Jetzt hat sie mich. Nee, doch. Oh, der ist ganz knapp hinter mir. Okay, jetzt abgedreht, er versucht dich zu kriegen. Ja. Oh. Jetzt habe ich ihn gleich. Warte, ich bin hinter ihm. Hab ihn. Nice. Oh, dachte jetzt schon, jetzt ist es aus. Hat mir angefangen als zu flattern. Ich gehe auf den Landungsboote. Könnte einfach so dreist sein und auf dem Flugfeld landen. Das oh, war's. Oh, wir haben gewonnen. Nice. Ich bin noch Landungsboot. Sauber. Jo, das war ein erfolgreiches Gefecht. So, liebe Leute, ihr habt's gesehen, auch ich kann mal ab und zu was reißen mit einem Flugzeug, ja? Ich meine, gut, es muss dann schon so ein Flugzeug sein wie die TAR, ja, die einem wahrscheinlich auch sämtliche Flugfehler eines Noobs im Flugzeug wie mir verzeiht. Aber nichtsdestotrotz fand ich es doch eine schöne Runde, ja. Und ja, die TAR gefällt mir sehr, sehr gut. Fliegt sie mal testweise, wenn sie euch gefällt. Also ich kann sie nur jedem wärmstens ans Herz legen. Ist natürlich, ja, auf 4.0. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel sie jetzt noch kostet.
an Golden Eagles, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube 1500 Golden Eagles. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe damals, als ich sie gekauft habe, 700 oder 750 Golden Eagles bezahlt. Ich weiß es leider jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, also wenn ihr eine schöne Allround-Maschine haben wollt, dann ist die TAR auf jeden Fall mal einen Gedankengang wert. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, lasst mir gerne ein Abo da. Jeder neue Zuschauer ist hier recht herzlich willkommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun. Mein Gott, ich bin tatsächlich geflogen und habe auch noch eine Maschine abgeschossen. Es ist nicht zu fassen.